So, hallo zu den heutigen Video. Meine Linux Ubuntu oder Linux Serie ab Januar bereite ich jetzt eben Schritt für Schritt vor. Ich habe mir einfach gedacht, dass ich jetzt im Vorfeld schon mal eine Information gebe, auf welcher Hardware Linux Ubuntu läuft, also die, wo ich getestet habe. Ich habe hier eben getestete Hardware mit Ubuntu Linux, habe ich mir hier was vorbereitet und fange hier gleich mal links davon an. So, vergrößern wir das. Ich habe erstmal auf dem Acer Predator, das ich eher so als Gamer-PC benutze, habe ich Ubuntu Linux 12.04 installiert und hier unten seht ihr so die Hardware, die dazu ich jetzt, sage ich mal, aufgeschrieben habe. Das ist genau dieses, ja, System, was ihr, was jetzt auch mit dem, was ich jetzt auch das Video aufnehme, da läuft Linux, Ubuntu Linux wirklich sehr flüssig. Da läuft aber auch natürlich Windows sehr flüssig. Und wenn es gehen würde, wahrscheinlich auch ein Mac OS X Betriebssystem würde hier flüssig laufen. Ja, das ist auch, sage ich mal, Hardware, die noch leistungsstark ist. So, das zweite System, das könnte für euch interessant sein, das ist ein Dell Notebook 820D. Da gibt es eben zwei Sorten und 830D. Die konnte ich mit Linux testen durch meine Arbeit. Da sind diese Geräte noch im Einsatz. Teilweise sind das Geräte vom Jahr 2006, 2007, 2008. Vielleicht gibt es auch Modelle mit 2009. Habe ich jetzt noch keine bei uns gesehen, aber könnte ich mir gut vorstellen. Diese Notebooks gibt es bei eBay gebraucht für ja, knapp 100 Euro, vielleicht 10 Euro mehr oder weniger, je nachdem, was für ein Zustand sie sind. Auf diesem System läuft Linux Ubuntu, Entschuldigung, genauso. Und zwar hier habe ich mal grob die Hardware aufgeschrieben. Ja, auch der Arbeitsspeicher hier mit 3 GB ist vollkommen ausreichend. Ihr könnt Screencasts machen, ihr könnt eben wackelige Fenster und ja auch den Cube einstellen. Das alles läuft. Und mit diesem Notebook, das eigentlich jetzt schon wirklich in die Jahre gekommen ist, sehr flüssig. Auch WLAN-Chip wird erkannt. Bluetooth wird erkannt, also da habt ihr echt überhaupt keine Probleme. Ihr könnt das auch installieren und ihr müsst keine Treiber nachladen. Das System läuft stabil. Ja, wenn ich vielleicht mal die Gelegenheit haben sollte, werde ich auch mal ja ein System mir vielleicht ausleihen und das hier auf diesem Kanal mal mit euch testen. Wie gesagt, diese Notebooks gibt es bei eBay für ca. 100 Euro und ihr habt ein vollwertiges Linux-System und könnt ja auch Screencasts erstellen und Videobearbeitung betreiben. Natürlich ist dann bei Render-Vorgängen ist es ja immer relativ CPU-lastig und da merkt ihr einfach, dass ein Intel Dual Core halt nicht mehr der schnellste Prozessor ist. So, ich zoome ein bisschen raus, damit ich nicht immer so hin und her. Dann habe ich hier noch ein 13 Zoll Laptop, da habe ich Windows drauf, habe aber auch Tests halber mal Ubuntu drauf installiert und zwar eben auch Ubuntu Linux 12.04. Hier kurz mal die Hardware, i7 CPU mit 2,9 GHz, eine sehr schwache Grafikkarte von GeForce, eine M410, also die ist auch fürs Spielen und so eigentlich sehr, ja, sag ich mal, nicht so geeignet. Arbeitsspeicher 8 GB RAM wurde von mir nachträglich eben nachgerüstet und die integrierte 750 GB Harddisk und das DVD-Laufwerk. Ja, das sind so Dinge, die erkennt Linux eigentlich sowieso. Hier läuft auch Ubuntu Linux ohne Probleme, komplett Cardreader und Bluetooth und andere Dinge werden automatisch erkannt. Da müsst ihr auch nichts nachinstallieren. Das funktioniert bestens und ja, diese Geräte gibt es auch jetzt gebraucht bei eBay um die 400 Euro. Und ja, sehr empfehlenswert, eben auch wegen der Bauform mit dem 13 Zoll Display,
Akkulaufzeit zwischen 4 bis 6 Stunden, je nachdem eben, was ihr damit macht. Auch zu empfehlen. Hier wieder mal ein neueres System, was ich auch beruflich einsetze und auch schon mal Linux getestet habe, das Dell Latitude 5520 und 5530, jeweils mit einem i5 Prozessor und Onboard Grafik von Intel mit 303, einmal mit 3000er Chip und einmal mit 4000er Chip. 4 GB Arbeitsspeicher hier, auch wie eigentlich bei den anderen Systemen schon öfters erwähnt, wird alles, wirklich alles erkannt. Ihr habt keine zusätzliche Treibersuche oder Jagd, wie man es auch nennen möchte. Ihr habt eine Dreiviertelstunde maximal Installationszeit und danach läuft euer System. Ja, und dann noch für die Mekianer. Ich habe ja auch noch ein iMac und ein MacBook Pro. Hier unten seht ihr die Hardware und hier läuft auch Linux Ubuntu, die neueste Version, ohne Probleme, sehr flüssig. Ja, und wie eigentlich auch bei den anderen Systemen, ohne irgendwelche großen Aufwände. So, das werde ich jetzt mal hier so machen, dass es ein bisschen scharf gestellt wird. Nochmal kurz den Überblick hier. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Systeme, die ich euch eben hier so präsentieren kann. Und jede Preisklasse, ja, von günstigen Einsteiger-Notebooks bis ein bisschen leistungsstärkeren und hier Allrounder. Auf all diesen Systemen habe ich Linux Ubuntu getestet, auf dem ESA Predator sogar SUSE Linux und Lubuntu, einfach mal so spaßeshalber. Es läuft alles tadellos, die Hardware wird komplett erkannt und ja, da gibt es eigentlich weiteres groß nicht zu erwähnen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht mehr sehr, sehr viele Systeme gibt, die von Linux Ubuntu nicht unterstützt werden, außer eben bei ganz neuer Grafik oder Grafikkarten und WLAN-Chips soll es noch vereinzelt Probleme geben. So, ich hoffe, das Video war informativ. Ihr könnt was damit anfangen. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns.